Dein Pferd hat Magenprobleme oder du vermutest, dass dein Pferd Magenprobleme hat. Das kann sehr gut sein, denn mittlerweile ist nachgewiesen, dass 2/3 aller Pferde, also 60 bis 70% aller Pferde, haben Magenprobleme. Das müssen noch nicht Ulzere sein, also noch keine Geschwüre in dem Sinn, aber Vorstadien davon, die man eben in der Endoskopie sehen kann. Und darum geht es in dem heutigen Fachartikel von den drei hier genannten Autoren. Und da geht es darum, welche Futtermittelergänzungsmittel kann ich geben zur Heilung und auch Vorbeugung von Equinen Gastric Ulcer Syndrome. Hier findet ihr die genaue Angabe, wo ihr den Fachartikel nachlesen könnt unter dieser HTTPS-Adresse. Und wir bedanken uns bei den Autoren, dass sie sich so viel Arbeit gemacht haben. Und wir besprechen heute nur einen Teil dieser ganzen Fachartikels, nämlich den Teil, wo es nicht um die medikamentöse Therapie geht, sondern das, was ihr zusätzlich machen könnt oder sogar bevor ihr eine medikamentöse Therapie startet. Also nur den Teil über die Futterergänzungsmittel und Bewegung. Mein Name ist Monika Bethke, ich bin Tierärztin und ihr erreicht mich auf der Seite www.hundedarmcheck.de. Mein Herzblut sind osteopathische Behandlungen bei Hunden, Katzen und Pferden und eben auch die Beseitigung von Magen-Darm-Problemen aller Art bei Hunden, Katzen und Pferden. Das Schöne ist, bei Hunden kann man das auch wirklich über eine ausführliche Kotflora-Analyse übers Internet machen. Bei Pferden sind wir noch nicht so weit. Natürlich ersetzen meine Inhalte keine professionelle tiermedizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Meine Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen. Solltet ihr meine Empfehlungen umsetzen, besprecht das bitte mit einem qualifizierten Therapeuten. In den Studien werden immer wieder die Abkürzungen vorkommen. Das heißt, wurden die Studien gemacht mit Pferden, die die Geschwüre im drüsenlosen Bereich ihres Magens hatten oder in dem Bereich des Magens, wo wir eigentlich die dicke Drüsenschleimhaut haben sollten? Beziehungsweise Schleimhaut haben wir dann immer noch, aber oft keine Schleimschicht mehr, die die Schleimhaut schützt. Und dieser zweite Teil, wenn die Geschwüre eben in der Zone der Drüsenschleimhaut sitzen, das ist die EGGD, Equine Glandular Gastric Disease. Und der andere Part, wenn es eben den drüsenlosen Bereich betrifft, dann ist es die ESGD, die Equine Squamous Gastric Disease. Das ist einfach nur wichtig, dass ihr euch davon nicht verwirren lasst. Jetzt schauen wir uns zwei Studien an, die die Fütterung von Ölen betreffen. Und zwar wollte man schauen, helfen die Öle bei Pferden, die eine Magenschleimhautentzündung haben oder eben auch schon Geschwüre haben. Und dann braucht man natürlich erstmal eine Gruppe von Pferden, die Geschwüre haben. Und die wurden jetzt hier in beiden Studien experimentell hergestellt. In der ersten Studie bekamen die Pferde ein nicht steroidales Antiphlogistikum, also ein NSAID, von dem man weiß, diese Schmerzmittel haben als Nebenwirkungen, verursachen sie Entzündungen der Magenschleimhaut und auch der Darmschleimhaut. Und dann wurde eben festgestellt, welchen Grad oder wie auch immer, wie schlimm sind die Symptome. Und dann wurde den Pferden Maisöl verabreicht. Und da hat man jetzt festgestellt, aha, bei den Pferden, wo die Geschwüre bei der Schleimhaut waren, hat das Maisöl gut geholfen. Und zwar so gut, wie wenn sie Sucralfat bekommen, also wirklich ein Medikament bekommen. Waren aber die Geschwüre in der drüsenlosen Zone des Magens, dann hat man von diesem Maisöl gar keine Wirkung erzielt. Das ist schon mal sehr interessant, weil wenn eure Pferde Schmerzmittel bekommen haben, wisst ihr ja gar nicht, ne? Haben die jetzt ein Problem oder nicht? Und wenn ihr sie nicht untersuchen lassen wollt, so eine Gastroskopie braucht ja auch immer eine Sedation, dann macht es schon Sinn zu sagen, ich möchte vorbeugend etwas tun und nicht einfach nur nichts tun, weil es kann sein, dass dann Geschwür entstanden ist und es wird vielleicht nicht von alleine wieder weggehen. Bei der zweiten erwähnten Studie wurden eben gesunde Stuten auf Futterentzug gestellt, der schädigt den Magen, also Magenprobleme durch Futterentzug. Und dann wurden drei verschiedene Pflanzenöle bei denen getestet, die eben diese ESGD-Geschwüre hatten. Und bei keinem von den Ölen wurde eine signifikante Wirkung festgestellt. Nichtsdestotrotz empfehlen die Autoren, Öle einzusetzen oder sagen, es kann ja zumindest nicht schaden oder es ist ein logischer Weg, das zu probieren. Weil bis 1 Milliliter pro Kilo werden sie gut vertragen. Also 1 Milliliter Öl in der Fütterung pro 1 Kilogramm Körpergewicht des Tieres. Und sie sind eben eine gute Möglichkeit, Energie in das Pferd zu bekommen, ohne den Kraftfutteranteil zu erhöhen.
Nun hört aber weiter zu und kippt nicht gleich Maisöl ins Futter, denn wir haben ja verschiedene Öle zur Auswahl und mittlerweile weiß man einfach, die Omega-3-Öle, also das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist unheimlich wichtig, um Entzündungen zu beeinflussen. Und wenn wir eben Entzündungen beeinflussen wollen, und das ist sehr gut belegt aus der Humanmedizin und das wird auch schon eingesetzt bei Hunden, Katzen und Pferden, dann macht es eben Sinn, sich die nächste Studie anzugucken. Fressen Pferde Fisch? Ja, manche schon, wenn sie eben Zugang dazu haben. Und deswegen kann man auch Pferden Fischöle geben oder Algenöle. Und diese Studie, die hat nun untersucht, aus Fisch gewonnene Fettsäuren, welchen Einfluss haben die auf Magenprobleme und auch auf Entzündungswerte im Blut? Und im Vergleich dazu kombinierte Fettsäuren, die aus einer Mischung aus Mais und Flachs, also Hanf, gewonnen wurden. Und der bessere Schutz vor ESGD und eine Veränderung der Entzündungsprofile wurde eben durch die Fettsäuren aus Fischöl erreicht. Ein spannender Zusatz in vielen Produkten zur Magengesundheit ist eben Pektin oder Pektinkomplexe. Pektin habt ihr in Rübenschnitzeln drin, aber auch in Äpfeln, Möhren und sogar im Gras. Und diese Pektine haben sich jetzt in verschiedenen Studien eben sowohl für die Heilung von beiden Formen von Geschwüren erwiesen, wie auch für die Prophylaxe. Nämlich, dass die Aufnahme von Pektin das Risiko von ESGD verringert. Veränderungen im Management können den größten Einfluss auf die Prävention von ESGD und EGGD haben und sollten daher die Grundlage jeder Präventionsstrategie sein, wobei erst Nahrungsergänzungsmittel und dann Arzneimittel zum Einsatz kommen sollten. Also bleibt dran oder spult vor, weil später gehen wir nochmal auf die Veränderungen in der Haltung und Bewegung ein und nicht nur auf die Pülverchen, die jetzt als erstes besprochen werden. In der nächsten Studie wurde ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel getestet und das besteht eben auch wieder aus einem Pektinkomplex, aber zusätzlich aus einem präbiotischen Keim, den Saccharomyces cerevisiae, und Magnesiumhydroxid, was eben der Keim beeinflusst die Darmflora oder kann eben die Darmflora beeinflussen und das Magnesium kann eben den pH-Wert im Magen beeinflussen. Und das wurde eben Pferden gegeben, die schon eine Behandlung mit Omeprazol bekommen haben, einem Protonenpumpenhemmer, um eben schon Geschwüre zu behandeln. Aber entweder, das steht jetzt hier nicht, wurde das dann noch zusätzlich eingegeben, um noch einen weiteren Schutz zu erzielen, oder eben, was auf jeden Fall Sinn macht, danach, weil wenn man das Omeprazol einfach wieder absetzt, kann es halt sein, dass die Geschwüre ja wieder auftreten. Und hier wurde also bei dieser Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe, die also was anderes bekommen haben, festgestellt, dass dieses Wirkkomplex aus diesen verschiedenen drei Wirkstoffen eben jetzt vor ESGD und EGGD schützt. Und mit einer ähnlichen Kombination gibt es eine zweite Studie, und zwar an Vollblütern. Da wurde eben festgestellt, dass diese Wirkstoffkombination das Wiederauftreten von ESGD verringert, und zwar nämlich während der Sperrfrist bei Vollblutrennen. In der nächsten Studie geht es wieder um diesen Keim, um diesen Hefepilz. Und der ist jetzt hier alleiniger Bestandteil. Da wurde geschaut, was kann er bewirken. Und die Pferde haben also ein stärkereiches Futter bekommen, was eben Stress im Magen auslösen kann. Und dann wurde eben gemessen, was bewirkt diese Ergänzung auf den Magen und aber auch auf die Darmflora im hinteren Teil des Magen-Darm-Trakts. Und auch wieder wird hingewiesen, okay, das ist jetzt nur eine kleine Studie und wir müssen hier noch weiter untersuchen. Aber wir haben Hinweise darauf bekommen, dass dieser Hefepilz einen Nutzen hat bei der Verringerung der negativen Auswirkungen einer stärkereichen Ernährung auf den Magen und ebenso Vorteile haben kann für den Hinterdarm. Und es wird aber empfohlen, dass man das eben nicht nur einzeln einsetzt, sondern in Kombination. Und das empfehle ich auch bei allen Arten von Darmsanierung, dass man Wirkstoffe mit verschiedenen Wirkungen kombiniert, weil man eben nicht nur die Darmflora modellieren will, sondern auch die Schleimhaut schützen will und wieder aufbauen will und da einfach verschiedene Wirkstoffe über einen längeren Zeitraum oder auch nacheinander abfolgend am besten kombiniert. Nicht nur Pferde können Magengeschwüre bekommen, sondern auch Esel. Und die nächste Studie beschäftigt sich mit Miniatureseln, die Magengeschwüre hatten. Und zwar wieder herbeigeführt durch Medikamente, nicht steroidale Antiphlogistika, in dem Fall Phenylbutazon.
Und die Geschwüre waren in der Drüsenschicht der Schleimhaut. Und der Schweregrad wurde gemessen vorher und hinterher, nachdem sie ein einzelnes Mittel bekommen haben, nämlich Süßholzwurzelextrakt. Hier steht auch die Dosis, 17,6 Milligramm pro Kilogramm, einmal täglich. Und dann wurde festgestellt, dieses Mittel reduziert den Schweregrad der Läsion. Sind nicht vollständig weggegangen. Wir wissen auch nicht, wie lang wurde das gegeben. Aber es hat geholfen, es hat einen Effekt gehabt und das ist doch super, super erfreulich, wenn man sowas weiß und auch ausprobieren kann. Die Studie bestätigt uns einen signifikanten Effekt bei einer kleinen Gruppe von Pferden, die auf hohem Niveau trainiert wurden. Die hatten Läsionen im Plattenepithel und in der Drüsenzone und der Schweregrad wurde signifikant reduziert. Also eine signifikante Wirkung, also eine Wirkung, die wirklich zahlenmäßig belegbar ist. Und das ist toll. Das Mittel setzt sich zusammen aus Süßholzwurzel, wie wir schon hatten, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat und jetzt neu die Aloe Vera, beziehungsweise Calciumcarbonat auch neu, um die Säuren im Magen zu binden, was das Magnesiumhydroxid auch kann. Also das sind zwei symptomatisch wirkende Mittel. Und das Aloe Vera kommt aus der chinesischen Medizin, wo man sagt, das ist ein stark kühlendes Mittel. Das kühlt also eine Hitze, die wir da im Magen empfinden oder die die Pferde empfinden, weil es ja auch ein brennendes Symptom ist. Und es wirkt aber sowieso auch verdauungsanregend, weil die Pflanze viele Bitterstoffe enthält. Ihr könnt das mal probieren, so ein Aloe Vera Blatt aufschneiden, das Gel probieren, das ist sehr, sehr bitter. Und Bitterstoffe regen die Verdauung an, die Drüsen. Und das hilft eben, dass nicht der Magen alleine fertig werden muss mit so einer stärkereichen Verdauung, sondern wir dann eben auch beim Weitertransport der Nahrung genug Galle, Sekrete und weitere Verdauungsenzyme dabei haben, die eben helfen, die Nahrung vollständig zu verdauen. In der nächsten Studie, die allerdings eine sehr kleine Studie ist, da wurden nur 7 Rennpferde untersucht, die eben ESGD-Werte hatten. Und es wurde eben festgestellt, ja, die sind gesunken, also die haben sich verringert, der Schweregrad der Läsionen. Es gab keine Kontrollgruppe, sondern nur diese 7 Pferde, die über 30 Tage dieses Produkt bekommen haben. Und das hat dieselben 4 Wirkstoffe, die wir eben schon hatten, mit Aloe Vera, Süßholz und zusätzlich jetzt neu eben noch die Luzerne, die das jetzt entweder noch weiter unterstützt hat oder eben die anderen 4 Wirkstoffe schon auch dasselbe Ergebnis gebracht haben. Das wissen wir jetzt nicht, weil keine Kontrollgruppe da war. Aber es stützt eben jetzt diese Untersuchung. Diese Kombination scheint eine ganz gute zu sein. Die nächste Studie beschäftigt sich mit Soja. Wollen wir unseren Pferden Soja geben? Ne? Von Sojamehlen und Sojabohnen rate ich euch ab, das ist wirklich schwer verdaulich. Aber hier wurde ein fermentiertes und pasteurisiertes Sojaprodukt genommen. Und durch die Fermentation wird natürlich das Soja besser verdaulich und aber auch es steigern sich dadurch natürlich der Säuregehalt. Fermentation ist immer sauer. Und das kann der Verdauung helfen, aber auch eben die ganzen Enzyme und Mineralstoffe, die sich dann vermehren in dem Produkt, die helfen auch der gesamten Verdauung. Und jetzt wurden hier eine Pferdegruppe untersucht, die mehrheitlich aus Rennpferden bestand. Und die haben 30 Tage lang dieses fermentierte Sojaprodukt bekommen. Und es gab auch eine Kontrollgruppe. Und nach diesen 30 Tagen hat man eben festgestellt, das Sojaprodukt hat schützend gewirkt gegen erhöhte ESGD-Werte. Also es waren nicht gar keine Werte da, aber sie waren halt nicht mehr so hoch, weil es sind ja auch Rennpferde, die haben nun mal Stress. Und das ist schon mal ein schöner Effekt von Sojaprodukten, die auch wieder Pektine enthalten, was wir ja weiter vorne schon besprochen haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, waren es die Sojabohnen oder die Fermentation? Und da gibt es die nächste Studie, die dann eben fermentierten Reisextrakt verabreicht hat. Und den Pferden, da gab es wieder eine Vergleichsgruppe. Die anderen haben aber nicht einfach nur nichts bekommen, sondern die haben Leitungswasser bekommen. Und deswegen ist das dann eine verblindete, placebo-kontrollierte Studie. Verblindet, Placebo ist eben das Leitungswasser und verblindet heißt, man wusste gar nicht, welche Pferde haben was bekommen, weil alle haben ja was bekommen. Und die, die das verabreicht haben, wussten eben nicht, gebe ich jetzt dem Pferd das für den fermentierten Reisextrakt oder das Wasser. Und dann hat man eben diesen Faktor der Zuwendung, ne, wo man auch sagt, das kann ja auch ein Placebo sein, dass ich mich jetzt eben mehrmals täglich, dass ich das oder so gesagt, dass das Pferd das Gefühl bekommt, es wird sich um mich gekümmert. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und das könnte ja auch schon Effekt haben. Und wenn das einen Effekt hätte, dann hätten wir also auch eine Verbesserung bei den Pferden mit dem Leitungswasser. Hier sieht man aber jetzt wieder einen signifikanten Effekt, dass die ESGD-Werte verbessert wurden bei der Gruppe, die den fermentierten Reisextrakt bekommen haben. Also spannendes Thema Fermentation.
Die nächste Studie beschäftigt sich mit Aloe Vera als Einzelmittel. Das wurde also oral gegeben, PO heißt per os, in einer Dosierung von 17,6 Milligramm pro Kilogramm, zweimal täglich. BID heißt zweimal täglich, über 28 Tage, also auch fast einen Monat. Diese Studie hatte keine Kontrollgruppe. Es waren einfach nur 19 Pferde, die dieses eine Mittel bekommen haben, und 56% der Pferde haben sich verbessert. Das heißt, wir hatten eine Verringerung der natürlich auftretenden ESGD-Werte und sogar Heilung. Ja, also diese Pferde hatten keine experimentell herbeigeführten Probleme, sondern natürlich aufgetretene ESGD-Werte. Also das waren einfach 19 Pferde, wo man gesagt hatte, ah ja, die haben diese Werte in der und der Schweregrad, in dem und dem Schweregrad, und dann hat man das Aloe Vera verabreicht, und bei über der Hälfte der Pferde hatten wir eine Verbesserung und auch sogar Heilung. Die vierte Studie hier auf dieser Folie hat wieder ein Experiment beschrieben. Die Pferde hatten Magenprobleme durch Futtermittelentzug, und dann bekamen sie eben eine Nahrungsergänzung mit Sanddornbeeren. Und Sanddornbeeren, genauso wie Hagebutten, haben viel Vitamin C und sind natürlich vorkommen. Das heißt, unsere wilden Pferde, unsere wilden Vorfahren, unsere Pferde konnten sich das vom Busch pflücken, wenn sie vielleicht das Gefühl hatten, wir brauchen das, oder vielleicht sogar auch vorbeugend zur natürlichen Nahrung, dann aber auch nur saisonal konnten sie das eben zu sich nehmen. Und hier haben wir jetzt festgestellt, es schützt vor einer Verschlechterung der EGGD, nicht aber vor der ESGD. Also wir haben hier keine Verbesserung, sondern nur den Schutz vor Verschlechterung durch das hohe Gehalt an Vitamin C und die antioxidative Wirkung. Was können wir noch geben? Es gibt ein Medikament auf dem Markt, zumindest in Amerika, das besteht aus diesen zwei Bestandteilen, Hyaluronan aus der Hyaluronsäure. Und da wissen wir, das ist gut für die Gelenke, das schmiert gut. Dann fragt man sich, kann das auch gut im Magen schmieren bzw. abpuffernd wirken. Und der zweite Bestandteil, der ist jetzt bei uns in vielen Mitteln wieder vorhanden, das Schizofyllan, das ist ein Bestandteil der Heilpilze. Und die sind für die gesamte Magen-Darm-Gesundheit förderlich. Und diese kleine Studie ist jetzt wieder so: Eine bestimmte kleine Gruppe hat dieses Nahrungsergänzungsmittel bekommen und hat eine signifikante Verbesserung gezeigt. Sowohl bei ESGD wie auch bei EGGD-Läsionen, die also vorher schon da waren und dann danach signifikant verbessert waren. Es gab keine Kontrollgruppe und keine Heilung. Weiterhin gibt es eine Studie, die ein patentiertes alkalisches Salzmischung getestet hat. Und wir wissen nicht, wie lange die Pferde das bekommen haben. Wir wissen nicht, wie schwer war die ESGD. Aber sie war natürlich aufgetreten bei einer Gruppe von Trabern. Und es wurde eine Heilung erzielt. Also es wurde dann quasi so lange gegeben, bis die Geschwüre alle weg waren. Und zwar beeinflusst die alkalische Salzmischung den pH-Wert, und die Geschwüre sind eben auch pH-Wert abhängig. Ne? Wir wissen jetzt nicht, was passierte dann, als das wieder reduziert wurde und ausgeschlichen wurde, aber auf jeden Fall war es eine randomisierte verblindete Studie. Das heißt, es gab wieder eine Kontrollgruppe, die etwas anderes bekommen hat ohne diese Wirkung, und diejenigen Personen, die das verabreicht haben, wussten nicht, welche Pferde bekommen das Medikament oder eben das Nahrungsmittelzusatzmittel und welche bekommen einfach nur das Placebo. Die nächste Studie, müsst ihr mir verzeihen, die habe ich jetzt nicht nachgeschaut, um was es da ging. Es wurde aus Rinderserum wurden bioaktive Proteine isoliert und den Pferden verabreicht. Also das ist, glaube ich, nichts, was wir in Zukunft in der Praxis und auch frei verkäuflich vorfinden werden. Aber auch hier war es so: Die Pferdegruppe wurde durch körperliche Anstrengung wurden diese Geschwüre induziert, und es war so im Vergleich zu einer vorhandenen Kontrollgruppe, dass dieses Medikament, denke ich eher, was daraus entwickelt werden wird, vor der Entwicklung von Läsionen geschützt hat. Die vierte Studie auf dieser Seite, die hat jetzt mal keinen Effekt gezeigt, und da ging es um eine Kombination aus Kurkuma und Teufelskralle, also natürliche Nahrungsergänzungsmittel, Futtermittel, Ergänzungsmittel, die einfach frei zu verkaufen sind und auch gern bei Entzündungen eingesetzt werden. Aber hier gab es eben jetzt in dieser Studie, wo wir nicht wissen, wie viele Pferde waren es. Wir wissen, es waren natürlich vorkommende Läsionen, und sie waren auch gar nicht spezifiziert in ihrer Lokalisation. Aber diese Verabreichung, auch die Dosierung, wissen wir nicht, hat in dem Fall nicht geholfen. Letzte genannte Studie hat auch keinen Effekt nachgewiesen. Da ging es um chinesische Kräuter.
Und wir wissen nicht, wie viele Pferde haben das bekommen und hatten die überhaupt eine chinesische Diagnose, ne? Weil wir haben vorhin schon gesagt, es gibt wärmende und kühlende Kräuter, vielleicht hat das gar nicht gepasst. Auf jeden Fall hat diese Studie eben keinen Effekt gefunden bei dem Schweregrad der Läsionen und auch keinen Einfluss gehabt auf den pH-Wert des Magens, ne? Wie es manche von den symptomatischen Mitteln eindeutig haben. Die Autoren bevorzugen Managementänderungen, bevor sie Pülverchen geben. Gerade in der Prophylaxe, aber auch in der Therapie, wenn die Managementänderungen nicht ausreichend wirken, dass man dann erst die Pülverchen dazugibt. Um welche Veränderungen geht es genau? Es geht darum, den Raufutteranteil zu erhöhen, es geht darum, die Bewegung zu optimieren und es geht darum, den NSC-Gehalt des Futters zu senken. So, nun muss man leider sagen, dass rund um die Uhr Weidehaltung nicht vor Magengeschwüren schützt. Also auch Freizeitpferde, die gar nicht geritten werden können, Magengeschwür haben und die nur draußen leben. Und auch die rund um die Uhr Bereitstellung von Raufutter kann auch nicht hundertprozentig vor Magengeschwüren schützen. Und woran kann es liegen? Die Autoren sagen jetzt, das kann am Rhythmus liegen. Die Pferde haben einen zirkadianen Rhythmus, das heißt, sie bewegen sich zu bestimmten Zeiten und gehen auf Futtersuche. Und fressen eben nicht nur einfach, weil es Futter da ist. Und wie viel sollten Sie mindestens aufnehmen? 2% der täglichen Bruttomasse sollten Sie an hochwertigem Raufutter verzehren. Es geht jetzt nicht nur um die Menge und um die Verfügbarkeit, sondern auch um die Qualität des Raufutters. Ganz logisch, aber ein großes Problem. Und das nächste ist eben, dass man sagt, okay, mein Pferd hat Geschwüre und ich weiß nicht warum, dass man das erstmal misst. Wie viel frisst mein Pferd eigentlich? Ne? In der Gruppenhaltung schwierig, aber in der Einzelhaltung möglich, dass man das Heu, was man reinhängt, wiegt oder reingibt, wiegt und auch die Reste, die übrig bleiben, wiegt und dann eben ausrechnen kann, wie viel wurde von diesem Pferd aufgenommen. Können wir jetzt prophylaktisch an der Bewegung ändern. Ne? Wir können den Zeitpunkt der Bewegung beeinflussen. Also, und da ist jetzt hier Training eben gemeint und auch die Dauer des Trainings. Und wenn man sich anguckt, wann, wie fressen die Pferde was, ne? Vielleicht bekommen die morgens und abends Kraftfutter und dazwischen fressen sie die ganze Zeit Raufutter und in der Nacht fressen sie ja auch weniger, wenn sie schlafen, dann ist es logisch, hier die Schlussfolgerung der Autoren zu sagen, wann ist die Pufferung im Magen am höchsten, weil die Gefahr ja auch besteht, dass beim Training, bei der Bewegung Magensäure dann eben in diese drüsenlose oder in diese weniger geschützten Schleimhäute hochschwappt und da Läsionen verursacht. Und dann sagen sie eben, am besten der Zeitpunkt für die Bewegung in Form von Training ist der Nachmittag. Da haben wir die größte Pufferung im Magen durch die erhöhte Raufutteraufnahme. Also nicht morgens ein bisschen Raufutter, dann das Kraftfutter und dann bewegen und auch nicht ein bisschen Kraftfutter und dann Raufutter und dann bewegen, sondern wirklich nach der Kraftfuttergabe längere Zeit, am besten so lange, bis das Kraftfutter aus dem Magen wieder raus ist, warten und nur Raufutter dann eben gefressen wurde, um dann eine anstrengende Trainingseinheit zu absolvieren. So, nun müssen wir immer mit Kompromissen leben und wenn ich viele Pferde habe, kann ich eben nicht alle nachmittags reiten oder wenn es meine Zeitplanung nicht zulässt, dass ich nur am Nachmittag reite, dann bin ich doch so schlau und gebe meinem Pferd vor dem Training etwas Heu. Und zwar hat man schon jetzt herausgefunden, allein eine kleine Menge von 300 Gramm können schon eine signifikante Pufferwirkung haben. Also sehr schmackhaftes, gutes Heu vor dem Training und auch die Verwendung von mehreren Heunetzen in der Zeit vor der Arbeit kann helfen, das ESG-Risiko zu senken. Jetzt schauen wir uns drei weitere Studien über die Bewegung an und deren Auswirkungen. Und die widersprechen sich nun eben mal teilweise. Also die erste Studie sagt, Training ist gut, aber nicht zu viel. Das heißt, trainiert bitte weniger als 40 Minuten Trab am Stück oder auch kumulativ zusammengerechnet in der Trainingseinheit. Das heißt, macht lange Aufwärmphasen, übt viele Biegungen und Übungen auch im Schritt und arbeitet eben nicht nur auf Kondition. Das kann eben die ESG präventiv beeinflussen. Im Gegensatz dazu gab es diese mittlere Studie, die sagt, die Dauer der sportlichen Betätigung ist kein Risikofaktor für EGGD. Und die dritte Studie hat sich eben mit Trainingstagen pro Woche beschäftigt und hat da einen Risikofaktor herausgefunden und nämlich gesagt, Pferde, die für EGGD prädisponiert sind, sollten mindestens zwei, idealerweise sogar drei volle Ruhetage pro Woche erhalten. Also da ist ganz klar,
Training ist Stress für die Pferde und 2 bis 3 Ruhetage pro Woche sollten eingeführt werden. Wie kombinieren wir jetzt diese ganzen Mittel, über die wir jetzt was gelernt haben? Also die Omega-3-reichen Ölquellen können wir zur Entzündungshemmung einsetzen. Die Pektine können wir zur Verbesserung der Schleimhaut und der Schleimschicht einsetzen. Den Hefepilz können wir einsetzen, um die Darmflora zu beeinflussen. Das Magnesiumhydroxid und das Calciumcarbonat können wir kurzfristig einsetzen, weil es eben schnell Wirkung zeigt, aber auch nur symptomatisch eben den pH-Wert beeinflusst. Und die Süßholzwurzel können wir einsetzen, um die Schleimhautschicht aufzubauen, zu schützen und eben den Schleim zu verbessern. Die Aloe Vera ist ein ganz tolles Mittel, um den Magen zu beruhigen, um die Hitze rauszunehmen aus dem Magen und über die Bitterstoffe eben auch die gesamte Verdauung anzukurbeln. Und genauso toll sind fermentierte Produkte, die eben die Darmflora beeinflussen können und auch wieder auf den Säure-Basen-Haushalt einwirken können. Bei den Sand und Beeren war die Wirkung nicht ganz so groß über das Vitamin C und antioxidative Wirkung. Bei dem Hyaluronan ist das auch nur die Wirkung, wenn man jetzt dieses bestimmte Produkt kaufen möchte. Und bei den Heilpilzen haben wir wieder verschiedene Wirkungen je nach Heilpilz, aber auf jeden Fall eine präbiotische Wirkung. Das heißt, wir füttern die guten Darmbakterien und bei vielen Heilpilzen haben wir eben auch wirklich eine direkte Beruhigung der Magenschleimhäute und Magen-Darm-Schleimhäute. Wie ist das jetzt mit dem Stärkegehalt in der Fütterung? Also man kann sagen, es reicht nicht, den Stärkegehalt nur zu reduzieren. Man muss auch die Ballaststoffaufnahme erhöhen und die Bewegung optimieren. Trotzdem gibt es die ein oder anderen Studien, die eben sagen, ja, eine Reduktion der stärkehaltigen Fütterung hilft, um die Geschwüre eben zu einem Rückgang zu bewegen. Ne? Das ist jetzt hier nicht signifikant, aber immerhin, es wird ein Rückgang bei reduzierter Stärkezufuhr verzeichnet. Beim Management möchten die Autoren eben auf diese angemessenen Ruhetage in der Woche hinweisen und auch darauf, dass es ein Stressfaktor für die Pferde sein kann, wenn sie von verschiedenen Betreuern und Reitern geritten werden und dass es Sinn machen kann, bei magenkranken Pferden die Anzahl der Betreuer und Reiter zu reduzieren. Dann kann es natürlich hilfreich sein, wenn sie mit anderen Pferden zusammenleben können, um ihre natürlichen Verhaltensweisen ausüben zu können. Und die Umgebung sollte wettbewerbsfrei sein. Das heißt, sie sollten ohne Konkurrenzdruck sich frei bewegen können, wenn sie in Gruppenhaltung sind und auch zu genug Futter und auch zu allen Zeiten zum Futter können und nicht erst, wenn die anderen fertig sind. Und die Umgebung sollte auch konsistent sein. Das heißt also, die Konsistenz, es sollte immer gleich sein. Ne? Nicht einen Tag so, mit denen in Gruppe, in eine andere Gruppe und so weiter. Das weiß man. Pferde sind Gewohnheitstiere und die Umgebung sollte auch angereichert sein. Das ist jetzt hier alles schlecht übersetzt, aber damit ist gemeint, ein bisschen Abwechslung auch zu haben für unsere Pferde sowie für uns Menschen auch. Es gibt mittlerweile wirklich gute Fortschritte in der Pferdehaltung, dass die Pferde sich gut bewegen können, auch über den Tag hinweg und auch ausreichend Futterplätze haben und Möglichkeiten, Rauf da aufzunehmen. Es gibt aber, und es wird auch immer so sein, zu wenig Studien und Arbeiten in dem Bereich der Prävention, also der Vorbeugung. Weil es gibt hauptsächlich Studien natürlich, wie wir jetzt gesehen haben, auch für einzelne Mittel, um eben zu beweisen, ja, dieses Mittel hat eben eine Wirkung. Aber alles, was der Vorbeugung dient, müssen wir eben selbst herausfinden. Und dem dient auch dieses Video, dass ihr euch damit beschäftigt, wie viel bewegt sich mein Pferd denn eigentlich? Weil da geht es ja nicht nur um Magengeschwür, sondern auch um Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen, metabolisches Syndrom und Hufrehe. Und wie ist eben das Fütterungsmanagement, das Haltungsmanagement, das Bewegungsmanagement und auch das Training? Und da könnt ihr gerne optimierend eingreifen und auch eure Kommentare unten abgeben, wenn ihr positive Erfahrungen gemacht habt.